Der sechste Spieltag der Easy Credit BBL beginnt verzögert. Wegen einer technischen Panne in der großen EWE Arena gab es einen Feuerwehr-Fehlalarm. Alle mussten raus. Erst mit 30-minütiger Verzögerung geht's dann endlich rein ins Spiel mit dem Blick auf die Bamberger. Nach dem Fehlalarm ein Feuerwerk? Fragezeichen erstmal nicht. Beide Teams nicht wirklich im Rhythmus im ersten Viertel. Bamberg findet dann besseren Zugriff zum Spiel, nutzt die Fehler der Oldenburger aus und dann geht schnell nach vorne. Massio Tieck mit den Punkten, die Gäste zwischenzeitlich mit einem 11:0 auf den hier aber Gino Grendel mit dem erfolgreichen Dreier beendet. Wie so oft der Garte Oldenburger der Kopf der Heimmannschaft und hier auch mal die gute Ballbewegung. Aber die Bamberger verteidigen das eigentlich gut. So, nur noch der schwere Wurf. Aber mit etwas Glück trifft Alen Pjanic für 3. Überhaupt fallen im zweiten Viertel dann die Distanzwürfe auch bei den Hausherren. Gino Grendel erneut erfolgreich von außen. 16 Punkte, 7 Assists, 3 von 6 von außen. Er ist Topscorer seines Teams. Anfang des zweiten Viertels, Oldenburg mit der stärksten Phase überhaupt. Und das ist die schönste Aktion des ganzen Spiels. Da ist Alen Pjanic auf und davon, das krachende Highlight des Spiels. Hinten der Ballgewinn, der Outlet-Pass und dann lässt es Pjanic sehenswert krachen. Die stärkste Phase der Oldenburger, die auf ihrer Seite jetzt einen 11:0-Lauf aufs Parkett legen und die ganz schweren Würfe treffen. Seth Inglis 4-3. Die Highlights täuschen ein wenig über die Trefferquote hinweg. 31% Dreierquote. Naja, aber die verdiente Halbzeitführung 35:28 nach einem starken zweiten Viertel, das die Oldenburger mit 20:11 gewinnen. Rein in die zweite Hälfte. Die Bamberger laufen erstmal der ersten zweistelligen Führung hinterher. Und einer geht immer voran in diesem Spiel. Ronaldo Segu. 21 Punkte, 5 Assists mit Abstand. Topscorer seiner Mannschaft. Dann die stärkste Bamberger Phase in dieser Partie. Hinten die Stops und vorne auch mit etwas Glück die Punkte. Wieder ist Tieck zur Stelle. Ein 12:2 Lauf zum Ausgleich. Die Entscheidung fällt also im letzten Viertel. Die Oldenburger zunächst nur mit 3 Punkte Vorsprung, aber nach diesem Dreier von Gino Grendel sind sie wieder enteilt. Geht da noch was für die Gäste? Segu stemmt sich gegen die drohende Niederlage, aber das sind letztlich nur noch kleine Strohfeuer der Gäste. Die Bamberger mit einem ganz schwachen Offensivtag und so am Ende der durchaus verdiente 67:59 Erfolg für Pedro Calles und seine Oldenburger, die zu Hause ungeschlagen bleiben. Für Bamberg ein schwacher Saisonstart. Alle Spiele live und auf Abruf bei dein